Herzlich willkommen zum großen Finale der Victors Challenge. Heute entscheidet sich, wer als strahlender Sieger aus der Halle gehen wird. Liam Pitchford führt zwar nach 3 Spielen mit 4:2, doch für die letzte Disziplin gibt es 5 Punkte. Somit könnte auch Benedikt Duda noch den Gesamtsieg holen. Und auch Sie können gewinnen, nämlich einen kompletten Trikotsatz von Victors für Ihre Mannschaft. Doch dazu später mehr. Bei der letzten Disziplin handelt es sich um einen Klassiker. Die beiden Kontrahenten sollen den Ball so oft wie möglich gegen die Tischseite spielen. Dafür haben sie jeweils 3 Versuche. Wer den besten Durchgang hingelegt hat, gewinnt die Disziplin und die Victors Challenge. Auf die Plätze, fertig, los! After 3 games, you were leading 4-2 and everything looked good. But then the last game came. What was the problem? Well, in all honesty, probably couldn't have chosen a worse game for me. As you could see on the video, I have no idea what I'm doing with that. So, yeah, that's life. Are there any things you want to say to Benedikt now? Not really. well done. And, yeah. The best man won at that game. No, congratulations. Ja, Benne, das war jetzt eine ganz knappe Geschichte. Im letzten Spiel bist du noch an Liam vorbeigezogen. Was war dein Vorteil im letzten Spiel? Ja, mein Vorteil war, dass ich das im letzten Spiel sehr oft trainiert habe in der Corona-Zeit. Wir hatten ja nicht so viele Möglichkeiten zu trainieren und dann hat man sich einfach mal an den Tisch gestellt und das mal ausprobiert, wie viele man schafft. Und das Training jetzt hat sich dafür ausgezahlt, auf jeden Fall. Gibt es irgendwelche tröstenden Worte, die du Liam mit auf den Weg geben kannst? Ja, natürlich. Ja, war natürlich sehr glücklich für mich, dass gerade das letzte Spiel so eins kam. Und ich denke, wenn Liam das ein bisschen trainieren würde, dann würde das auch ein bisschen anders aussehen. Dann wäre es enger geworden. Aber so war es einfach ein bisschen glücklich für mich. So, liebe Tischtennis-Freunde, jetzt seid ihr dran. Eure Challenge ist genau die gleiche wie von Liam und mir. Der Teilnehmer mit den meisten Ballkontakten an der Tischseite kann einen kompletten Trikotsatz für seine Mannschaft von Victors gewinnen. Ich wünsche euch viel Glück und denkt dran, eure Videos an mytischtennis.de zu senden.